Schönen guten Abend. Die Aufzeichnung ist gestartet. Pünktlich ist der Frosch im Hals dazu auch da. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Infoabend heute Abend zur Heilpraktikerausbildung hier am CPFN. Mein Name ist Marit Westphal. Ich leite den Fachbereich Heilpraktiker hier am Zentrum für Naturheilkunde und werde Sie durch den heutigen Abend geleiten, Ihnen das ZFN ein bisschen vorstellen, ein paar Sachen sagen zum Beruf des Heilpraktikers und auch zur amtsärztlichen Überprüfung, die Sie sicher interessieren werden, Ihnen die Ausbildung gerne vorstellen, die wir hier für Sie bereithalten und auch gern Ihre Fragen beantworten. In diesem Sinne wäre es schön, also wenn Sie mögen, können Sie sich gern mit Mikrofon dazuschalten und Ihre Fragen auch spontan reinsprechen oder Sie schreiben die einfach in den Chat und wir sammeln die so ein bisschen. Ja, aber wenn Sie so spezielle Sachen haben, die Sie gern beantwortet haben möchten, besteht auch die Gelegenheit dazu hier heute Abend. Ja, gleichzeitig möchte ich Ihnen anbieten, wenn Sie ein bisschen individuellere Beratung sich noch wünschen nach dem Infoabend, mich einfach unkompliziert zu kontaktieren, also gern einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Und dann können wir uns gerne auch noch mal etwas ausführlicher unterhalten und auf Ihre spezielle Situation eingehen. Und Sie sind auch immer herzlich eingeladen bei Interesse auch einen Gastunterricht, einen Schnupperunterricht in einer unserer Klassen wahrzunehmen. So, das habe ich Ihnen heute schon gesagt, was wir heute Abend so treiben werden. Ich freue mich, dass Sie doch recht zahlreich mit dabei sind, obwohl das ja heute ein besonders schöner Abend noch ist, wo die Sonne auch ein bisschen scheint und dass Sie sich aber wirklich interessieren, auch hier für vielleicht Ihre weitere Entwicklung, womöglich mit uns hier am ZFN. Bei den Heilpraktiker-Ausbildungen gehe ich auf zwei verschiedene Varianten ein. Einmal auf die reguläre Ausbildung. Regulär bedeutet bei uns, dass diese Ausbildungen gut geeignet sind für Teilnehmer, die noch keine medizinischen Vorkenntnisse haben, also die keinen medizinischen Beruf haben im Sinne von vielleicht Physiotherapeut oder Gesundheits- und Krankenpfleger, und wirklich medizinische Quereinsteiger sind, also ganz von vorne anfangen. Für diese sind unsere regulären Ausbildungen geeignet. Aber wir haben ja sicher auch Interessenten an Bord, die bereits über medizinische Vorkenntnisse verfügen, ja, oder sogar einen medizinischen Beruf haben. Auch wenn die Prüfung oder das Examen schon ein bisschen länger in der Vergangenheit liegt, die nicht noch mal ganz von vorne anfangen brauchen. Und für die haben wir die verkürzten Varianten oder eben auch die Intensivausbildung im Angebot. So, das mal vorweg. So, einen kleinen Exkurs zum Zentrum für Naturheilkunde, falls Sie uns noch nicht kennengelernt haben im Rahmen einer Fortbildung oder eines kleinen Schnupperseminars. Wir sind also seit 1988 da. Es hat angefangen eigentlich mit reiner Prüfungsvorbereitung und Heilpraktikerausbildung. Dem Vernehmen nach hat unser Firmeninhaber, der Reinhold Thoma, buchstäblich in seinem Wohnzimmer angefangen, Prüfungskandidaten vorzubereiten auf die amtsärztliche Prüfung und dazu auch eigene Manuskripte verfasst. Und die ganze Sache war so erfreulich und so erfolgreich, dass daraus das Zentrum für Naturheilkunde entstanden ist und über die Jahre auch angewachsen ist auf seine jetzige Größe, also mit ja, so knapp 25 Mitarbeitern und 180 Dozenten, von denen so circa 15 im Fachbereich Heilpraktiker, also in der Heilpraktikerausbildung, tätig sind. Und wir hatten schon das Vergnügen, eine Vielzahl von Teilnehmern durch die Ausbildung und auch durch die Amtsarztprüfung zu geleiten und wirklich verfügen über eine sehr langjährige Erfahrung
In der Prüfungsvorbereitung kam da auch immer ein spezielles Augenmerk natürlich auf München Stadt, aber auch auf die anderen Prüfungsorte natürlich. Gleichzeitig finden Sie unter unserem Dach ein breites Angebot an Fortbildungen, viele Fachbereiche unter einem Dach vereint. Also auch wenn Sie sich für Psychologie, für psychotherapeutische Verfahren interessieren, die klassische Naturheilkunde, die traditionelle chinesische Medizin, all das können Sie hier finden. Und selbstverständlich auch die Osteopathie-Akademie München, auch sehr beliebt mit ihrer berufsbegleitenden Ausbildung zum Osteopathen. Wir sind direkt am Münchner Hauptbahnhof gelegen, also so 2, 3 Minuten fußläufig in einer ruhigen Seitenstraße mit einem schönen angelegten Hof, wo man jetzt im Sommer auch nett draußen sitzen kann. Und ja, sehr gut wirklich auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ja, falls Sie sich für eine Präsenzausbildung erwärmen. So, kleiner Eindruck mal von unserer Schule, von unseren Unterrichtsräumen hier in der Hirtenstraße, also voll ausgestattet. Und unten sehen Sie auch unser kleines Bistro, wo wir jetzt erwägen, das nach den Pfingstferien also ein bisschen wieder zu eröffnen im Testlauf. Das hat leider alles ein bisschen Schaden genommen während der Corona-Jahre. Und ja, jetzt wollen wir es mal wieder versuchen, hier langsam aufzubauen und zu wagen. Freuen sich schon alle drauf, auch die Schüler. So. Schauen wir mal weiter. Auf den Heilpraktiker. Ich habe ja eine kleine Umfrage gestartet. Dann gucke ich mal, wie die ausgegangen ist. Genau, also schon etliche von Ihnen haben bereits einen Heilpraktiker aufgesucht. Sie kennen sich also schon ein bisschen aus mit den Methoden und der Arbeitsweise des Heilpraktikers. Der Heilpraktikerberuf erfreut sich erfreulicherweise auch für uns einer großen Beliebtheit, auch einer wachsenden Beliebtheit in der Bevölkerung und ist so einfach auch nicht wegzudenken, weil ja immer wieder die Fragen aufploppen, ob der Beruf gefährdet ist oder der Heilpraktiker abgeschafft werden soll. Nein, das ist nicht der Fall, um das mal vorweg zu sagen. Das ist auch immer eine beliebte Frage beim Infoabend. Und der BDH macht so regelmäßig eine kleine Erhebung. Also die statistische Datenlage zu unserem Beruf ist leider immer nicht so umfassend. Aber der Berufsverband hat in der letzten Erhebung circa 47.000 praktizierende Heilpraktiker gezählt in Voll- und Nebenerwerbspraxen, die circa 1 Milliarde Gesamtumsatz produziert haben. Die Erhebung ist schon einige Jahre alt. Ich gehe davon aus, dass der Gesamtumsatz eher auch eine steigende Tendenz hat, nicht nur wegen der Inflationsrate, sondern auch, weil die Menschen zunehmend auf alternativmedizinische Angebote umschwingen, sich dafür interessieren, auch ja, länger fit und leistungsfähig bleiben müssen und leider also die Schulmedizin häufig nicht die Kapazitäten hat, um die Patienten auch wirklich dauerhaft zu betreuen. Ja, der Heilpraktiker oder die Heilpraktikerin haben eben die Möglichkeit, durch ihre Arbeitsweise und auch durch ihre Abrechnung sich mehr Zeit zu nehmen für den Patienten und dort auch wirklich ganzheitlich auf den Patienten einzugehen, also nicht nur an Symptomen oder einzelnen Krankheiten herumzudoktern, sondern wirklich den Patienten auch zu sehen mit seiner ganzen Geschichte, mit seiner ganzen Krankheitsgeschichte, aber eben auch mit seinen Umgebungsbedingungen, seiner Lebenssituation und so weiter, ihn wirklich zu sehen,
vollständig als Mensch. Genau. So. Die meisten Heilpraktiker, das wissen Sie sicher, sind Freiberufler. Ja, also die Chance, dass diese Tätigkeit in eine Selbst, also diese Ausbildung in eine Selbstständigkeit mündet, ist recht hoch. Es gibt auch angestellte Heilpraktiker, das finden Sie häufiger zum Beispiel mal in Gemeinschaftspraxen, wo auch Osteopathen tätig sind oder ja, in Kombination mit Physiotherapeuten oder so. Da können Heilpraktiker auch mal als Angestellte auftreten. Aber die Regel ist wirklich die Freiberuflichkeit. So. Das Besondere am Heilpraktikerberuf ist, dass Sie die Heilkunde ausüben dürfen im Sinne des Gesetzes. Ich habe es hier auch mal aufgeschrieben. Ausübung der Heilkunde im Sinne dieses Gesetzes ist jede berufs- oder gewerbsmäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen. Sie dürfen die Heilkunde ausüben. Das darf sonst so in der Form nur der Arzt. Sie sind natürlich als Heilpraktiker eingeschränkt durch eine ganze Reihe von Gesetzen, das Heilpraktikergesetz, das Infektionsschutzgesetz zum Beispiel auch, was ja eine gewisse Bekanntheit auch in der Bevölkerung erlangt hat in den Corona-Jahren. Zum Beispiel auch durch das Hebammengesetz oder das Transplantationsgesetz. Also es gibt eine ganze Reihe von Gesetzen, die Sie natürlich einschränken in Ihrer Tätigkeit, so dass Sie nicht die gleichen Tätigkeiten wie ein Arzt ausüben können und dürfen. Und das ist auch Aufgabe einer Heilpraktikerausbildung, Ihnen das zu vermitteln, also Ihnen auch so ein bisschen die Grenzen aufzuzeigen, weil das auch gerne in der amtsärztlichen Prüfung natürlich abgeprüft wird, ob Sie Ihre Pflichten und Rechte, ja, eigentlich eher Ihre Pflichten kennen und die Rechte des Patienten, so rum ist es richtig. Also in dem Moment, wo der Patient schon in die Praxis kommt und Sie fangen an, eine Anamnese vorzunehmen, also ein Anamnesegespräch zu führen, nehmen wir mal an, er kommt mit Schmerzen zu Ihnen in die Praxis und Sie fangen schon an zu fragen, also seit wann er die Schmerzen hat, welche Qualität die Schmerzen haben, wohin die ausstrahlen und so weiter. Also wo Sie schon anfangen, eine Anamnese durchzuführen, da sind Sie schon in der Heilkunde drin und sind schon tätig und bedürfen einer entsprechenden Erlaubnis, ja, die Ihnen dann bei der amtsärztlichen Überprüfung dann erteilt wird, hoffentlich. Darauf arbeiten wir hin. Genau. Also es geht um die regelmäßige Tätigkeit im Sinne des Gesetzes. Also nicht, wenn Sie Ihrem Kind homöopathische Mittel verordnen, sozusagen, damit es ihm besser geht. Genau. Und es geht um Tätigkeiten am und mit dem Menschen und nicht mit Tieren. Also da kommt auch häufiger mal eine Frage zum Tierheilpraktiker. Das ist nicht erlaubnispflichtig. Ja. So. Der Dreh- und Angelpunkt, damit Sie später praktizieren können, ist, wie gesagt, die amtsärztliche Überprüfung, auf die wir Sie eben auch vorbereiten, in der Ausbildung. Überprüft werden dort Ihre schulmedizinischen Kenntnisse und Fähigkeiten. Also es geht um die klassische Medizin. Das ist ganz wichtig für Sie zu wissen. Die Amtsärzte interessieren sich nicht dafür, ob Sie bestimmte Akupunkturpunkte kennen zum Beispiel oder das richtige homöopathische Mittel verordnen würden,
weil die auch gar nicht qualifiziert sind, natürlich, um das zu beurteilen, sondern sie interessieren sich für ihre klassischen medizinischen Kenntnisse. Es ist im engeren Sinne eigentlich eine Gefahrenabwehrprüfung, so steht es auch im Gesetz drin. Also festgestellt werden soll, ob der Antragsteller im Sinne des Gesetzes eine Gefahr für die allgemeine Gesundheit darstellt. Also es ist noch ein bisschen altertümlich formuliert. Und abgeprüft werden also Kenntnisse zur Anatomie, Physiologie, zur Pathologie, also zur Krankheitslehre, zu wichtigen Volkskrankheiten, Arzneimitteln, was ganz wichtig ist, Notfälle, Notfallsituationen, sind Sie in der Lage, in der Praxis einen Notfall zu erkennen und dann auch entsprechend die Versorgung des Patienten sicherzustellen. Sind Sie in der Lage, damit souverän umzugehen? Können Sie differenzialdiagnostische Erwägungen anstellen? Sowas ist ganz wichtig. Aber auch, dass Sie über ein gewisses Repertoire an Untersuchungstechniken natürlich verfügen, die dem Heilpraktiker zugänglich sind und diese zur Befunderhebung auch einsetzen können. Injektionskenntnisse werden auch abgeprüft, Kenntnisse zur Hygiene und wie eingangs schon erwähnt, eben auch Gesetze. Ja? Genau. Zuständig ist das Gesundheitsamt meist an ihrem Wohnsitz, ja, also dort, wo sie ihren Hauptwohnsitz haben. Und die Prüfung findet zweimal jährlich statt, einmal im Frühjahr und einmal im Oktober, also im Herbst. Wir sind gerade wieder in diesem Frühjahrsmodus drin. Also die schriftliche Prüfung ist Mitte März gelaufen. Und jetzt sitzen unsere Kandidaten in den mündlichen Prüfungen. Das zieht sich noch hin bis, ja, bis in die Pfingstferien und gestaltet sich jetzt bei diesem Jahrgang sehr fröhlich, muss ich sagen. Also freue ich mich, dass so viele Schüler auch bestehen und dass sich die Monate der intensiven Vorbereitung, das ist ja doch eine sehr starke nervliche Anspannung, dass die sich dann auch auszahlen und unsere Teilnehmer da wirklich dann mit ihrer Heilerlaubnis auch rausgehen. Und so einen kleinen Lob vom Amtsarzt bei vielen. Genau. Die Amtsarztprüfung ist zweiteilig. Also falls Sie sich darüber noch nicht informiert haben, sage ich es mal. Also der erste Teil ist schriftlich. Das sind 60 Multiple-Choice-Fragen, die Sie eben zumindest 75% richtig beantwortet haben müssen. Also da geht es nicht um die Eins mit Sternchen, obwohl es schön ist, wenn man sich seiner Sache da sehr sicher ist, sondern es geht wirklich darum zu bestehen. Und das hört sich immer so ein bisschen lapidar an mit diesen 60 Multiple-Choice-Fragen. Das wird häufig unterschätzt, aber die Prüfungsfragen, die haben schon auch so eine gewisse Doppelbödigkeit. Ja, also es ist nicht so ganz einfach. Man kann die Fragen sich im Internet auch mal angucken, also das einfach mal googeln, da sind die frei zugänglich, die Fragestellungen der letzten Jahre. Also vielleicht für die ganz interessant, die schon ein bisschen medizinischen Vorlauf haben, medizinische Vorbildung haben, die können einfach mal so drauf los, die vielleicht die Prüfung so der letzten 2 Jahre machen und mal gucken, wie es so läuft auf Anhieb. Genau, wenn Sie die schriftliche Prüfung bestanden haben, werden Sie eingeladen zur mündlich-praktischen Prüfung. Die legen Sie ab vor einem Prüfungsgremium, also aus in der Regel einem Amtsarzt, zwei Beisitzer. Und dort werden also Ihre ja, differenzialdiagnostischen Fähigkeiten abgeprüft. Es kann auch mal sein, dass eben was Praktisches gemacht wird.
dass sie sehr detailliert Fragen auch zu Physiologie und zur Pathologie beantworten müssen, sehr viel querdenken müssen. Also es ist nicht so ganz ohne. Die Amtsarztprüfung bei den Heilpraktikern hat so ihren Ruf, weil die Durchfallquoten relativ hoch sind bundesweit, aber mit ihrem Ansinnen, dass sie vielleicht eine Schule mit einer qualitativ hochwertigen Ausbildung besuchen wollen, weil sie ja heute schon demonstrieren hier mit ihrem Interesse am Infoabend, sind sie schon mal auf einem guten Weg, dass das dann auch wirklich gut gelingen wird. Also von den Horrorzahlen, die da immer vermeldet werden, sollte man sich nicht abschrecken lassen. Genau. Dann noch Fragen? Nein, ganz ruhig bis jetzt. Oh. Ja, aus Versehen weggeklickt. So. So, um zur amtsärztlichen Prüfung zugelassen zu werden, brauchen Sie mindestens einen Volksschulabschluss, also was hier der Hauptschulabschluss ist, gemeinhin, und das Mindestalter zum Zeitpunkt der Prüfung sollte oder ist, liegt bei 25 Jahren. Die Ausbildung kann selbstverständlich vorher begonnen werden, aber Sie sehen, da spielt auch so ein gewisser Reifeaspekt eine Rolle bei diesen 25 Jahren, und da wird auch nicht so von abgerückt. Was Sie noch brauchen, ist ein einwandfreies polizeiliches Führungszeugnis, also ohne einschlägige Vorstrafen, und ein ärztliches Attest, dass Sie eben in der Lage sind, in gesundheitlicher Hinsicht in der Lage sind, den Heilpraktikerberuf auszuüben, also sowohl psychisch als auch physisch. Ja, also was da immer zu Buche schlägt, das sind jetzt beispielsweise so Suchterkrankungen oder sehr, sehr schwere psychotische Episoden oder sowas. Also das wären beispielsweise Dinge, die ein Hindernis darstellen. Genau. So. Mit dem Heilpraktikerberuf haben Sie einen spannenden und aufregenden Beruf, den Sie wählen oder für den Sie sich interessieren, ja, der Sie auch lebenslang fordern wird, weil Sie immer wieder neu dazulernen können. Also es gibt, ich weiß nicht, ich glaube über 300 verschiedene Verfahren, alternativmedizinische, noch viel mehr wahrscheinlich mittlerweile, für die man sich, also auf die man sich spezialisieren kann. Also es ist ein lebenslanger Lernprozess. Auch viele Patienten stellen Sie vor neue Herausforderungen oder erfordern, dass man nochmal seinen Blickwinkel auf bestimmte Dinge ein bisschen ändert. Und ja, Sie haben wirklich Verantwortung. Sie dürfen relativ viel auch als Heilpraktiker, eben ohne ein medizinisches Studium auch absolviert zu haben, wie die Ärzte. Und bedürfen, wie jetzt schon ausführlich erwähnt, eben der Heilerlaubnis, die, also wo der Weg eben nicht so ganz, ganz einfach ist. Und das ist es eben, worum sich unser Abend hier heute auch dreht, um diesen Abschnitt, also Ihre Heilpraktikerausbildung auf dem Weg zur amtsärztlichen Überprüfung. Das ist das, worüber wir heute Abend hier reden, also praktisch die medizinische Grundausbildung. Ja, das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn Sie verschiedene Schulen vielleicht miteinander vergleichen, unterscheiden die sich da durchaus. Deshalb sage ich es explizit. Also bei uns bedeutet die Heilpraktikerausbildung eben eine Art medizinische Grundausbildung, wo Sie wirklich
erstmal ihr Fundament schaffen, von dem aus sie sich weiterentwickeln können. Ja, und die Arztprüfung ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt erstmal ihrer Karriere, denn ohne die Heilerlaubnis dürfen sie schlichtweg nicht praktizieren. Also egal, was sie eben erlernen als Therapieverfahren, ob es jetzt TCM ist mit Akupunktur und allem drum und dran oder zum Beispiel, ob sie auch die Osteopathie gerne ausüben wollen, sie bedürfen dieser Heilerlaubnis und das ist eben der wichtige Punkt, um den wir uns hier heute Abend drehen. Die naturheilkundliche Ausbildung oder Therapieverfahren sind in der Ausbildung nicht dabei hier am ZFN. Warum ist das so? Zum einen ist es so, dass ganz viele unserer Teilnehmer, unserer Schüler wirklich berufstätig sind oder eben sehr eingespannt in ihrem Alltag, also mit Kindern oder zu pflegenden Familienangehörigen, also dass einfach die zeitlichen Ressourcen äußerst begrenzt sind und sie damit haushalten müssen. Und da sind sie mit der Heilpraktiker-Ausbildung, also mit ihrer medizinischen Ausbildung, schon wirklich sehr gut eingespannt, besonders wenn es dann auf die Prüfung zugeht im Prüfungsvorbereitungssemester. Da müssen sie sozusagen nochmal einen Zahn zulegen, um das so flapsig auszudrücken, einfach und ihre Lernbemühungen noch mal ein bisschen intensivieren. Genau. Und alles, was dann noch oben drauf kommt, überlastet sie womöglich. Ja, also ich rate mal den Teilnehmern, dass sie im ersten Semester so ein bisschen erstmal für sich ausloten, wie hoch die Beanspruchung durch die Heilpraktika-Ausbildung wirklich ist, also durch den Erwerb, Verzeihung, des neuen Wissens und dann allmählich für sich ausloten und auspennen können, was sie sich sonst noch zumuten können. Genau. Zum anderen ist aber ein wichtiger Grund, dass die Interessenlage unserer Teilnehmer so unterschiedlich ist. Also der eine sagt, was weiß ich, ich habe mit Bachblüten nichts am Hut, weil ich will später Osteopathie machen und ich will jetzt meine Heilerlaubnis und dann will ich die Osteopathie und weiß ich nicht, vielleicht danach nochmal irgendwie ein anderes Therapieverfahren erlernen, aber das ist mein Fokus. So, und alles andere ist für mich erstmal irrelevant. So, die nächste Teilnehmerin sagt vielleicht, oh, ich möchte aber Homöopathie und Phytotherapie. Und Ausleitungsverfahren interessieren mich jetzt auch nicht gerade. So, dann kommt der übernächste Schüler und der schaut vielleicht, dass er psychotherapeutische Verfahren in sein Praxisrepertoire später mit aufnimmt. Also Sie sehen, die Interessen und die Schwerpunkte können ganz, ganz unterschiedlich sein. Und nach unserem Dafürhalten bringt es Sie nicht weiter, wenn wir bestimmte Themenbereiche einfach nur so ankratzen. Also sagen, wir machen jetzt eine Einführung in die TCM oder eine Einführung in die Phytotherapie. Davon haben sie nichts. Ja, und deshalb, Verzeihung, sind die naturheilkundlichen Verfahren bei uns nicht inkludiert in der Ausbildung, weil wenn, dann wollen wir es richtig machen und dann wollen wir ihnen eben auch die Spezialisierung bieten, die sie wirklich für sich brauchen, dann auch das Expertenwissen. Ja, aber es besteht natürlich die Möglichkeit, hier bei uns am ZFN parallel naturheilkundliche Ausbildungen zu absolvieren oder beispielsweise auch manuelle Therapieverfahren zu erlernen. Und wie sie das lagern innerhalb ihrer Ausbildungskarriere, das liegt wirklich bei Ihnen, also wie Sie mit Ihrer Zeit zurechtkommen. Es ist am Ende auch eine finanzielle Frage, also ob Sie es gleich hier parallel zur Heilpraktika-Ausbildung machen, wie hier durch dieses Kästchen signalisiert oder ob Sie es dann erst nach der amtsärztlichen Prüfung anfangen damit. Genau.
Gibt es Fragen? Nein. So, was kann das ZFN Ihnen bieten, bevor wir auf die Ausbildung konkret zu sprechen kommen? Also, ich habe es schon gesagt, wir haben eine sehr, sehr lange Erfahrung in der Prüfungsvorbereitung. Wir sind da wirklich Profis und profitieren seit vielen, vielen Jahren auch von den Erfahrungen unserer Schüler in den Prüfungen. Also sind da immer auch auf dem aktuellen Stand durch die Prüfungsprotokolle, in welche Richtung sich das entwickelt und so weiter. Wir bieten Ihnen wirklich eine profunde Ausbildung, also eine fundierte, qualifizierte und gut strukturierte Ausbildung, von der wir auch also ausgehen, dass das auch didaktisch wirklich einen Sinn macht, was wir Ihnen anbieten. Sie gehen hier etwas mehr in die Tiefe als vielleicht bei anderen Ausbildungen, weil wir nicht so gern möchten, dass Sie an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich sich Ihrer Sache auch sicher sind. Nicht nur in der Amtsarztprüfung, auch später in der Praxis mit dem Patienten. Unser Dozententeam ist ein Team aus Heilpraktikern und Ärzten. Die Heilpraktiker haben häufig noch einen anderen medizinischen Ausgangsberuf, also zum Beispiel Rettungssanitäter, Intensivkrankenschwester. In dieser Richtung sind schon lange mit dabei, haben viel pädagogische Erfahrung, viel Einfühlungsvermögen auch für die Bedürfnisse unserer Schüler, beantworten gern auch die Fragen und geleiten sie durch die Ausbildung. Wichtig für Sie zu wissen ist, dass Sie die Ausbildung eben nicht bei einem und dem gleichen Dozenten machen, sondern ein Team haben, so um die 14, 15 sind wir jetzt, die eben wechseln während der Ausbildung. Jeder Dozent hat so ein bisschen sein Steckenpferd aus seinen Lieblingsthemen, die er bearbeitet und wo er wirklich auch spezialisiert ist und tief drin steckt. Und es wird Ihnen auch gut tun in der Ausbildung. Ja, also wenn Sie nicht immer vom gleichen Dozenten oder von der gleichen Dozentin unterrichtet werden, sondern wenn vielleicht auch mal zwei verschiedene Dozenten Ihnen eine Thematik erklären. Ja, wenn es vielleicht beim einen ein bisschen Probleme gibt, dann fällt beim zweiten der Groschen. Das mögen wir eigentlich ganz gern so, dass da auch die Abwechslung drin ist. Also dem einen liegt ein bestimmter Stil, dem anderen eher nicht so. Und das versuchen wir ein bisschen alles auszugleichen. Um Ihnen Alexander hat eine Frage gestellt. Ich schaue gleich rein in den Chat. Um Ihnen das Lernen ein bisschen zu erleichtern, sind wir wirklich bemüht, auch eine Art Klassenverband zu etablieren, auch in den Online-Ausbildungen, um Ihnen da einfach ein gutes Gefühl zu geben. Auch denn dieses Lernen, das soll ja auch Spaß machen. Ja, also es soll jetzt nicht nur eine Quälerei sein über 2 Jahre oder anderthalb Jahre so ein Pflichtprogramm, was Sie absolvieren, sondern es soll Freude machen, soll Sie mit Freude vorbereiten auf Ihren neuen Lebensweg. Ein Austausch mit Gleichgesinnten ist immer schöner zum Lernen, da geht es auch besser, man kann Lerngemeinschaften bilden, hier haben sich schon ganze Praxisgemeinschaften gefunden in der Ausbildung. Und das macht einfach mehr Spaß und es gibt auch mehr Sicherheit. Ja, Sie machen ja auch in der Ausbildung mal mündliche Trainings in Vorbereitung auf die Amtsarztprüfung oder beispielsweise auch einen Notfallkurs oder dann den Injektionskurs. Und da ist es schöner, wenn Sie Ihre Mitstreiter schon mal gesehen haben und Ihnen das ein bisschen vertraut vor. Kommt, dass sie da auch einfach sich wohlfühlen in der Situation. Die Ausbildungen werden flankiert durch Skripten, ja, die sind in den Ausbildungsgebühren mit inkludiert. Und da steht alles Prüfungsrelevante drin.
Die sind auch so strukturiert, dass ihnen das Lernen möglichst leicht fällt damit. Und sie haben Fragenkataloge mit dabei von älteren Prüfungen oder von Prüfungen aus der Vergangenheit. Und egal, welche Ausbildung sie bei uns belegen, sie haben auch die Videoaufzeichnungen des Unterrichts dabei. Also die stehen Ihnen immer das jeweilige Semester über zur Verfügung. Die Unterrichte werden aufgezeichnet. Also egal, ob das jetzt eine Online-Ausbildung ist oder eben eine Hybrid-Ausbildung, also Präsenz mit Online-Option heißt das bei uns. Da werden die Unterrichte aufgezeichnet und Sie haben dann das jeweilige Semester über noch die Gelegenheit, die Unterrichte nochmal nachzubereiten, beziehungsweise wenn Sie mal nicht können zu einem Termin oder Sie sind krank oder im Urlaub, dann können Sie einfach die Aufzeichnung anschauen und das in Ruhe nacharbeiten. Ja, oder manchmal hat man doch einen bestimmten Aspekt nicht gleich auf Anhieb verstanden oder es ist einem entfallen, die Konzentrationskurve ist dann abgeknickt nach einer bestimmten Zeit und dann ist es ganz schön, wenn man sich vielleicht noch mal die letzte Stunde anschauen kann. Und was Sie hier eben auch haben am ZFN, ist einen persönlichen Ansprechpartner, in dem Fall meistens mich, den Sie auch vor Ort hier antreffen und mit dem Sie auch Ihre vielleicht Sorgen mal durchsprechen können. Oder also es gibt in jeder Ausbildung auch so ein kleine Motivationstäler oder wo man sich ein bisschen schwer tut in manchen Phasen. Ja, und wir sind natürlich auch dazu da, sie wieder aufzurichten und ein bisschen ihren Blick zu fokussieren. Und das, glaube ich, hilft manchen Schülern dann auch sehr. Und das machen wir gerne. So, jetzt gucken wir mal auf die Frage von der Alexandra. Ich darf das mal vorlesen. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Heilpraktiker-Ausbildung bei Ihnen der Grundstein ist und alles Naturheilkundliche, was mich darüber hinaus noch interessiert, hat erstmal nichts mit der amtsärztlichen Prüfung zu tun, sondern das kann ich im Nachhinein extra machen. Genau, Alexandra, das haben Sie total richtig verstanden. Also die klassische Medizin ist wirklich der Grundstein, von dem aus sie losgehen. Also der Grundaufbau auch in die TCM beispielsweise. Ja, das ist ja ein völlig anderer Denkansatz in der traditionellen chinesischen Medizin, aber aus meiner Sicht sehr, sehr viel besser zu begreifen, wenn man schon die Krankheiten kennt im westlichen Sinne. Ja, also da fällt einem, glaube ich, auch die TCM beispielsweise einfacher. Und Sie haben die Möglichkeit, hier am ZFN eben auch im Rahmen von kostenlosen Infoabenden, also so wie das heute einer ist, oder kleinen Vorträgen einfach mal auch reinzuschnuppern in eine bestimmte Richtung oder in ein bestimmtes Therapieverfahren, auch mal einen Dozenten kennenzulernen und erstmal auch das Thema grob zu umreißen, um einfach herauszufinden, ist das überhaupt was für mich? Denn der eine oder andere, der weiß ja noch gar nicht zu diesem Zeitpunkt, in welche Richtung das überhaupt gehen soll mit der Praxisspezialisierung. Wollen Sie sich beispielsweise auf eine bestimmte Personengruppe spezialisieren? Also zum Beispiel jetzt auf ältere Menschen oder auf Schmerzpatienten, auf bestimmte Krankheitsbilder, auf Frauenheilkunde oder sind Sie eine TCM-Praxis? Werden Sie eine Osteopathie-Praxis? Das wissen ganz viele Schüler zum häufig noch gar nicht, wenn sie die Ausbildung starten, sondern sie erschließen sich erstmal so ganz peu à peu das Universum der Naturheilkunde. Und dazu haben sie hier einfach auch Gelegenheiten bei kostenlosen Infoveranstaltungen und mal ganz so am Rande. Sie profitieren auch vom ZFN-Schülerstatus. Das ist so ein kleiner Preisvorteil, wenn sie hier eine Ausbildung machen am ZFN und Sie haben diesen Status auch noch 2 Jahre nach Abschluss der Heilpraktika-Ausbildung. Ja,
Also das ist eine kleine Anerkennung dann für Sie als ZFN-Schüler und wir freuen uns natürlich, wenn Sie sich hier weiter bei uns fortbilden. Aber Sie sind nicht an uns gebunden, ja? Das ist auch wichtig. So, Jana fragt, wie lange dauert die naturheilkundliche Ausbildung, wenn ich sie nach der Grundausbildung absolvieren möchte? Findet diese nur am Wochenende statt? Jana, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es kommt darauf an, welche naturheilkundliche Ausbildung. Also wir haben Ausbildungen, die in Module aufgeteilt sind, wo Sie erstmal ein Grundlagenmodul und ein fortgeschrittenes Modul und so ein, ja, wie so ein Expertenmodul dann auch belegen können zu den unterschiedlichsten Zeitpunkten. Sehr viel ist während der Corona-Zeiten online gelaufen. Wir gehen jetzt gerade erst wieder langsam zu den Präsenzausbildungen auch über und das hängt wirklich ab von der Art Naturheilverfahren, für welches Sie sich interessieren. Ja, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. Also bei der großen TCM-Ausbildung ist es beispielsweise so, die dauert 2 Jahre, die ist an Wochenenden dann jeweils in Präsenz. Ja, also die würde zum Beispiel auch gut matchen jetzt mit der Heilpraktika-Ausbildung, weil wir nicht am Wochenende agieren. Momentan aufgrund mangelnder Nachfrage für die Wochenenden. So, noch eine Frage von der Stefanie. Wenn ich Richtung Psy gehen möchte, macht es dann Sinn, den allgemeinen Heilpraktiker zu machen? Das ist auch eine sehr gute Frage, Stefanie, weil das abzielt auf die Abgrenzung zwischen der allgemeinen Heilerlaubnis und dem sektoralen Heilpraktiker, zum Beispiel für Psychotherapie. Wenn Sie sich sicher sind, auch da kann man keine Pauschalantwort geben, wenn Sie sich sicher sind, Stefanie, dass Sie wirklich nur psychotherapeutisch arbeiten möchten. Ja, oder also mit so ein paar ganz kleinen Ausnahmen. Aber Sie werden nie ein Stethoskop in die Hand nehmen, Sie werden nie in Ihrer Praxis eine Akupunkturnadel setzen, Sie werden nie manuelle Manipulationen am Patienten durchführen. Also wenn Sie sich da sicher sind, dass Sie das nicht machen werden, dann ist der sektorale Heilpraktiker, also der sogenannte kleine Heilpraktiker Psy für Sie der richtige. Ja, wobei klein auch immer ein bisschen despektierlich wirkt, weil hinterhergeschmissen wird Ihnen da die Heilerlaubnis auch nicht. Aber die ist dann wirklich begrenzt auf das Feld der Psychotherapie. Ja, also Sie sind dann begrenzt, was die Krankheitsbilder anbelangt, die Sie behandeln und auch begrenzt in den Verfahren, die Sie anwenden. Ja, also Sie behandeln psychische Störungen mit psychotherapeutischen Verfahren letztlich. Und wir haben immer wieder einige HP-Psys in unseren großen Heilpraktika-Ausbildungen, die dann doch nach einigen Jahren ihr Spektrum erweitern und dann doch nochmal die allgemeine Heilerlaubnis machen und sich sozusagen nochmal durch die amtsärztliche Prüfung, welche völlig anders ist, das muss man auch sagen, als die für den HP-Psy hindurch manövrieren und die sich dann doch im Verlauf ihrer Praxistätigkeit entscheiden, ihr Behandlungsspektrum und ihr Therapiespektrum zu erweitern. Ja, also es lohnt sich, das wirklich sehr, sehr genau zu überlegen im Vorfeld, was man da machen möchte, weil im Fall des Falles, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind und Sie fangen mit dem HP-Psy an und machen später die allgemeine Heilerlaubnis noch hinterher, sind es auch mehr Kosten natürlich, die Ihnen dadurch entstehen, als wenn Sie von vornherein sagen, okay, allgemeine Heilerlaubnis, und Sie decken praktisch die
die Dinge, die der HPPsy auch machen darf, dann eben auch mit der allgemeinen Heilerlaubnis ab. Ja? Also Psychiatrie ist auch Bestandteil der in Anführungsstrichen großen Heilpraktikausbildung. Allerdings nicht so detailliert natürlich. Also bei weitem nicht so detailliert wie beim HPPsy. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. In Kombination mit der Phytotherapie reicht der kleine HP auch, fragt Petra. Nein. Nein. Also kleiner Heilpraktiker meint meistens den für Psychotherapie und der reicht für die Phytotherapie nicht, denn sie brauchen da wirklich ein umfassendes, also eine umfassende Kenntnis einfach der Krankheiten und körperlicher Prozesse. Stefanie fragt weiter. Also macht es für mich eher Sinn, den allgemeinen Heilpraktiker zu machen? Steht Ihnen? Oh ja, wunderbar. Ja, genau. Da geht es schon um einen Schnupperunterricht. Stefanie, wenn Sie einverstanden sind, ich würde Sie morgen einfach kontaktieren und anrufen und wir machen einfach einen unkomplizierten Termin aus. Ja, ist Ihnen das recht? Genau, super. Ich schreibe ich mir auch gleich auf. Stefanie, Schnupperunterricht. So. Sehr gern. Genau. So. Dann schauen wir mal auf die nächste Folie. Da geht es. Genau, jetzt kommen wir mal auf die Ausbildung konkret zu sprechen, wie die aufgebaut sind. Also hier ist unser Komplex für die regulären Ausbildungen. Also wie ich schon eingangs sagte, sind das die Ausbildungen, die geeignet sind für unsere Teilnehmer, die noch über keine medizinischen Vorkenntnisse verfügen. Und hier haben wir den Komplex der verkürzten Ausbildungen. Und der Intensivausbildung des MetaP für Interessenten, die bereits einen medizinischen Beruf haben, also wirklich über fundierte medizinische Kenntnisse verfügen, beziehungsweise auch gerne ein abgebrochenes Medizin- oder Pharmakologiestudium oder sowas in der Art. Genau, die werden da auch gut aufgehoben. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man sich bei uns auch immer durchfragen und beraten lassen, welche Ausbildung besser geeignet ist, beziehungsweise das auch gerne mal einfach ausprobieren in einem Schnupperunterricht. Da kriegt man am meisten, also am besten das Gefühl dafür, ob man beispielsweise das erste Semester noch braucht. Genau, da gehen wir jetzt mal ein bisschen detaillierter drauf ein. Stefanie. B auch gleich. Schreibe ich mir auch gleich auf. Ich schreibe mir gleich alles auf, was im Chat wichtig ist. So. Ich würde jetzt erstmal ein bisschen auf die regulären Ausbildungen eingehen, was wir da im Angebot haben. Also wir haben sowohl eine Abend-Online-Ausbildung als auch eine Freitags-Präsenz-Ausbildung. Die Abend-Online-Ausbildung startet einmal im Jahr. Die ist jetzt gerade im Frühjahr gestartet, wird also in 2024 im Frühjahr erneut auf Sendung gehen und die Freitags-Ausbildung startet jedes Semester. Also auch im Oktober wieder am 20. Oktober und dann im Frühjahr im April. Diese Ausbildungen haben eben im ersten Semester erstmal eine gründliche Einführung über die Anatomie und Physiologie aller Organsysteme. Also wir fangen da wirklich ganz langsam an, damit Sie sich allmählich an die Thematik gewöhnen. Es geht ganz gemütlich los mit einer Einführung zur Terminologie auch, dass man sich ein bisschen an die medizinische Fachsprache gewöhnt, wenn man damit noch nicht vertraut ist und sich das ein oder andere auch herleiten kann. Also Sie brauchen nicht das große
Latinum, um die Amtsarztprüfung zu bestehen. Aber Sie müssen schon ein bisschen im Laufe der Ausbildung damit vertraut werden, natürlich mit den Fachausdrücken. Und es ist auch einfach, ja, trägt zu Ihrer Professionalität auch bei und ist auch ganz spannend, weil Sie in Ihrer Familie und im Freundeskreis die Arztbriefe übersetzen können, beispielsweise. Genau, also so mit Terminologie geht es los, dann gibt es ein bisschen Zellgenetik, wird Ihnen vielleicht das eine oder andere noch bekannt vorkommen aus dem Biologie- und Chemieunterricht in der Schule. Und dann starten wir mit der Anatomie wirklich bei allen Organsystemen. Also wir fangen an mit Bewegungsapparat und hangeln uns dann über Herz-Kreislauf. System, was unglaublich spannend ist, zum Atmungsapparat. Dann geht es weiter mit Blut, mit Lymphe, mit dem Immunsystem, dann mit dem Verdauungstrakt, Magen, Darm, dann Leber, Galle, Pankreas, das Hormonsystem, die Sinnesorgane kommen auch dran. Das Nervensystem, ein bisschen Biochemie und Ernährung müssen Sie dann auch machen. Und genau, damit alles abgedeckt ist und in diesem ersten Semester lernen Sie, wie der Körper funktionieren sollte. Also wenn alles richtig flutscht sozusagen und können dann, wenn die Grundlagen richtig sitzen bei Ihnen, also und Sie das alles gut verstanden haben und auch ein bisschen gelernt haben, dann sehr, sehr gut agieren ab dem zweiten Semester, wenn es dann an die Krankheitslehre geht. Denn wenn Sie den Körper verstanden haben, also den Organismus in seiner Funktionsweise, dann können Sie das, also sich bestimmte Sachen super herleiten. Also wenn an einer Stelle dann was nicht funktioniert, können Sie sich das schon herleiten, was dann die Folge sein wird. Ja, und müssen nicht alles immer auswendig lernen. Und da haben Sie natürlich im zweiten Semester schon die ersten tollen kleinen Erfolgserlebnisse. Ich gucke mal ganz kurz in den Chat, weil ich sehe, hier bewegt sich was. Die Claudia fragt, genau, bereits ausgebildete Arzthelferin, wäre es trotzdem möglich, die komplette Ausbildung zu machen? Beziehungsweise, was empfehlen Sie in diesem Fall? Claudia, auf jeden Fall. Also es ist immer möglich, die komplette Ausbildung zu machen. Wir haben auch beispielsweise Physiotherapeuten, die die Ausbildung nochmal komplett machen, weil ihnen manchmal bestimmte Grundlagen fehlen, so Hormonsystem oder das Examen liegt schon zu weit zurück. Also wir halten niemanden davon ab, bei uns die Ausbildung durch alle Semester zu belegen. Und auf Ihre Frage als Arzthelferin, da müssten wir wirklich in einer persönlichen Beratung oder in einem Telefonat mal eingehen. Ja, genau. Also was wir da am besten machen könnten. Ich würde Ihnen wahrscheinlich aber eher die Ausbildung ab dem ersten Semester empfehlen. Kann man von der Freitagsausbildung auch direkt in die Tagesausbildung wechseln, mitten in der Ausbildung, fragt die Stefanie. Ich würde mir die Frage ganz gern für später noch aufheben, Stefanie, wenn wir dann auf die Spezifika der Ausbildung eingegangen sind, dann werde ich die gleich mit beantworten. Ja, aber danke erstmal dafür. Genau, also wie schon gesagt, ab dem zweiten Semester kommt die Krankheitslehre dran. Also los geht's in aller Regel so ein bisschen mit allgemeiner Pathologie, Infektionslehre, Orthopädie, Kreislauf, Gefäßerkrankung, Kardiologie, ne, Atemwegserkrankungen, aber eben auch Sachen wie Nephrologie, Neurologie, Endokrinologie, alles, was Sie hier lesen können, Stoffwechselerkrankungen, auch Erkrankungen der Sinnesorgane, also Augen-Ohren-Erkrankungen, Dermatologie, ist auch ein wichtiges Thema, war früher eher ein Nebenfach, wird aber
auch ein bisschen wichtiger in den Prüfungen. Genau, das sind also die Dinge, die Sie im zweiten bis vierten Semester bei der Freitags- oder der Online-Abendausbildung kennenlernen. Und wir haben immer dabei die Untersuchungstechniken, eben die zum jeweiligen Fach passen, also bei der Kardiologie beispielsweise und bei den Atemwegserkrankungen wären es eben Auskultation, also wo man jetzt einfach sagt, abhören, solche Sachen oder auch Blutdruck messen, neurologische Tests und so. Das werden Sie alles kennenlernen während der Ausbildung und auch üben mit Ihren Mitschülern. Es ist ganz wichtig, dass Sie auch handgreiflich werden dann im Laufe der Ausbildung. Und gerade wenn Sie vielleicht sonst nicht so viel manuell mit Menschen zu tun haben, sich daran ein bisschen gewöhnen und auch ein bisschen miteinander üben. Und jedes freiwillige Familienmitglied oder Freund, Freundin zu üben, ja, abkommandieren gewissermaßen. Das beflügelt so manches Weihnachtsfest übrigens. Also wenn man da mal Schwierigkeiten hat mit Familienfeiern, kann man gleich ein bisschen Schwung reinbringen. Genau. Und Sie haben auch die entsprechenden Fragenkataloge immer dazu, um Ihr Wissen so ein bisschen zu festigen. Die besprechen wir auch im Unterricht und machen auch so kleine mündliche Trainings mit Ihnen, damit Sie einfach ins Sprechen kommen. Ja, also nichts Großes, nichts Aufregendes, aber dass Sie sich einfach daran gewöhnen, im medizinischen Zusammenhang wirklich zu sprechen und auch Selbstvertrauen gewinnen und nicht vor der Amtsarztprüfung das erste Mal dann vor dieser Situation stehen. Das möchten wir nicht. Genau, Infektionskrankheiten sind da auch mit drin. Berufs- und Gesetzeskunde können wir Ihnen leider nicht ersparen. Da müssen Sie gut lernen und eben auch praktische Kurse. Erste Hilfe, Notfallmedizin machen wir mit Ihnen und auch die Injektionstechniken. Unabhängig davon, ob Sie später invasiv arbeiten am Patienten und so weiter, Sie müssen diese Techniken zumindest theoretisch beherrschen und auch die Kontraindikationen und so weiter, Spritzen, Anamnese und alles drauf haben. Das ist wichtig. Auch Blut abnehmen können, vielleicht mal in eine Infusion auch legen können und so weiter. Das ist alles wichtig, auch später für die Prüfung. Und wie schon erwähnt, Psychiatrie ist auch Bestandteil dieser Krankheitslehre. Sehr, sehr viele Prüfungsfragen zielen mittlerweile auf den Bereich der Psychiatrie, also auch auf Suchterkrankungen oder Depressionen, Schizophrenie, solche Sachen. Da sollten Sie sich gut auskennen, da können Sie gut Punkte sammeln in der Prüfung, weil das einfach in den Praxen und in der allgemeinen Bevölkerung auch immer mehr in den Vordergrund tritt. Und auch Pharmakologie ist wichtig, dass Sie die wichtigsten Medikamente auch kennen, Arzneimittelgruppen, die Ärzte verschreiben. Also wenn der Patient Ihnen schildert, welche Medikamente er nimmt, dass Sie sich dann eine Vorstellung auch machen können, auch von den Krankheitsbildern und so weiter. Also umfassend. Im fünften Semester kommt eigentlich kein neuer Stoff mehr dazu, auch wenn es Ihnen dann so vorkommen wird, weil Sie einfach einige Sachen schon wieder ein bisschen verdrängt haben. Da machen wir wirklich Prüfungsvorbereitung. Also wir wiederholen nochmal, wir schließen Lücken, wir vertiefen die Dinge. Alles, was Sie bis dahin nicht verstanden haben, müssen Sie sich nochmal gut erklären lassen von den Dozenten. Wir üben, wir lösen Prüfungsfragen, wir machen Differentialdiagnose. Die Königsdisziplin sozusagen, wo sie von Fachgebiet zu Fachgebiet auch springen.
Und wie dann später auch mit Ihrem Patienten in der Praxis, der kommt ja nicht zu Ihnen und sagt, ich habe eine, was weiß ich, global Insuffizienz, sondern er sagt, ich fühle mich müde und abgeschlagen und habe Atemnot und keine Ahnung was. Und Sie müssen damit irgendwie umgehen. Wir gucken uns Laborbefunde an, ja, also die interessante Detektivarbeit. Mit den Laborwerten ist dann auch für Sie wichtig in der Ausbildung, dass Sie sich da auch einfach ein Bild machen können. Genau. So, und dann die andere Variante ist die Tagesausbildung, die am 17. Oktober startet, auch immer einmal jährlich. Da haben Sie den gleichen Stoff wie in diesen fünfsemestrigen Ausbildungen. Also es sind über 880 Unterrichtsstunden mit steigender Tendenz, aber auf 4 Semester verteilt. Also Sie haben unter der Woche eben etwas mehr Unterricht und kommen dafür ein bisschen schneller durch. Ist aber auch ein klein wenig anstrengender, aber es ist beispielsweise eine Ausbildung, die gut geeignet ist. Für Teilnehmer, die noch zu Hause Kinder betreuen und aber schon beispielsweise einen Platz haben im Kindergarten oder so. Da geht das ganz gut und da ist es genauso bei dieser Ausbildung. Erstes Semester Grundlagen und dann ab dem zweiten Semester Krankheitslehre, zweites, drittes und das vierte machen wir dann Prüfungsvorbereitung mit Ihnen. So, hier gibt es auch die Rahmendaten zur Tagesausbildung. Das wäre im Unterricht Montag, Dienstag, Mittwoch jeweils vormittags von 9 bis 12:30 Uhr. 4 Semester lang. Hier steht noch zweimal jährlich im Frühjahr und im Herbst. Aber momentan starten wir die eher nur im Herbst, die Tagesausbildung. Mal sehen, wie sich das so jetzt entwickelt in den nächsten Monaten. Hybridunterricht, darauf möchte ich noch mal eingehen, weil das auch bei der Freitagsausbildung eine Rolle spielt. Sie haben hier eine Präsenzausbildung, die hier am ZFN in München vor Ort stattfindet, wo Sie als Schüler auch herzlich willkommen sind und im Klassenverband, im Klassenraum auch lernen können, ganz klassisch. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, sich online dazuzuschalten in den Unterricht. Also das ist ein Relikt der Corona-Zeiten, was sich als äußerst komfortabel erwiesen hat für die Schüler und was wir beibehalten haben. Kinder können krank werden, man selber kann einen leichten Schnupfen kriegen, der Handwerker kann irgendwas reparieren oder man hat einen schnellen, dringenden Termin gleich nach dem Unterricht. All das, oder es ist Schneesturm im Winter, all das spricht dafür, dass man ab und zu mal online am Unterricht auch teilnimmt oder teilnehmen kann. Und wie gesagt, die Unterrichte werden auch aufgezeichnet. Die Dozenten wünschen sich dann immer, wenn sie von zu Hause online teilnehmen, dass sie einfach reinsprechen, wenn sie Fragen haben in den Unterricht. Und ja, wer das einfach mal mitmachen will und ausprobieren will oder so, einfach auch. Der angebotene Schnupperunterricht, den kann man eben auch in der Hybridausbildung mal mitmachen, um auch mal zu erfahren, okay, wie ist das, wie würde ich denn zu Hause zurechtkommen mit dem Geräuschpegel, ja, in der Klasse, weil da sind mal, hier sind ja auch Schüler, die rascheln oder da fällt mal was runter und so, wie ist mir das, wie fühlt sich das an, wenn ich zu Hause bin? Genau. So. Genau, die Ferien in der Tagesausbildung sind angelehnt an die bayerischen Schulferien. Wir versuchen das wirklich weitestgehend einzuhalten. Es kann mal sein, dass ein Ausweichtermin oder so zu Anfang der Ferien, der großen Ferien stattfindet. Aber ansonsten versuchen wir Ihnen das zu ermöglichen, dass Sie in den Ferien wirklich frei haben. Also das ist sozusagen wirklich die familienfreundliche Variante auch der Ausbildung. So. Die Freitagsausbildung, das ist die fünfsemestrige Variante, ist ebenfalls als Hybridunterricht aufgebaut, also Präsenz plus online eben auf 5 Semester.
Die Unterrichtstermine sind dort freitags, ganztags, also von 9 bis 16:30 Uhr mit einer großen Mittagspause zwischendrin. Und dann müssen wir immer noch so ein oder zwei Samstage oder Sonntage im Semester mit dazu nehmen. Im Prüfungsvorbereitungssemester wahrscheinlich ein bisschen mehr, um mit dem Unterricht durchzukommen. Auch hier haben sie in den Ferien weitestgehend frei. Ja, also es kann immer mal ein Termin so am Anfang oder am Ende der Ferien liegen, aber so Ostern, Pfingsten und so weiter ist frei. Was wir freitags bei den Freitagsausbildungen nicht gewährleisten können, ist, wenn mal ein nicht ganz so heiliger Feiertag auf den Freitag fällt, also so 1. Mai oder sowas, da müssen wir vielleicht mal reingrätschen. Nur so als Vorwarnung. Ja, auch hier die Möglichkeit Präsenz und Online, und die Unterrichte werden auch aufgezeichnet. Und wir geben Ihnen in allen Ausbildungen vorher einen Semesterplan, wo wir auch Anmerkungen reinschreiben, also wann es wirklich erforderlich ist, dass Sie in Präsenz erscheinen. Ja, theoretische Unterrichte und so kann man ganz gut auch online von zu Hause mitmachen. Aber Sie werden sehen, dass es eine andere Lernerfahrung ist, wenn Sie es ermöglichen können, wenn Sie hier reinkommen. Also, dass Ihr Gehirn sich auch leichter tut, hier das alles mit Reizen zu verknüpfen und so weiter. Sie die Dinge sich einfach besser aneignen, gleich besser merken im ersten Rutsch. Und bei den praktischen Unterrichten ist es natürlich, ja, also unabänderbar sozusagen, dass sie ab und zu bei uns sind und wirklich einfach mitmachen. Sie müssen das einfach wirklich erproben mit den Mitschülern. Ganz wichtig. Die Stefanie hat auch noch eine Frage zum HPSY, aber ich möchte mal kurz auf die Frage von der Stefanie W. eingehen nach dem Wechsel zwischen Freitags- und Tagesausbildung. Also es ist ja so, dass diese Ausbildungen dann im Laufe der Semester einfach nicht auf dem gleichen Stand sind. Ja, also es liegt in der Natur der Sache, die fünfsemestrige Ausbildung hat einen langsameren Rhythmus und die Tagesausbildung schreitet schneller voran. Deshalb ist es im ersten Semester kein größeres Problem, die Ausbildung zu wechseln. Aber in den nachfolgenden Semestern müssten wir, also wenn dort ein Wechsel anstünde, für Sie sozusagen den richtigen Zeitpunkt abpassen. Ja, generell ist es schon möglich, dass man zwischen den Ausbildungen hin und her wechselt. Aber gerade bei dieser Kombination fünf- und viersemestrig muss man da ein bisschen Augenmerk drauf legen, also ab welchem Zeitpunkt man wechselt. Und da bietet sich ein Gespräch mit dem Fachbereichsleiter mit mir an. Ja, aber wenn das so sein sollte, finden wir da sicher eine Möglichkeit. Also, um Ihre Frage zu beantworten. Ja, es ist möglich und auch mitten in der Ausbildung, aber gerne immer zum Semesterwechsel. Ja, also alles andere ist für uns organisatorisch immer schwer zu verkraften. So. Stefanie genau fragt, wissen Sie, wie groß der Unterschied in der Psychiatrie ist gegenüber dem kleinen HP? Muss ich das beim Quereinstieg danach nachholen? Stefanie, können Sie das präzisieren, was Sie mit dem Quereinstieg meinen? Also der kleine HP, um das nochmal ein bisschen spezifischer zu fassen, beschäftigt sich ja generell nur mit psychischen Störungsbildern, ne? Also nicht mit körperlichen Geschichten, mit physischen, sondern da geht es wirklich dezidiert um psychische Störungsbilder und erst demzufolge darauf auch spezialisiert. Und bei uns in der Heilpraktikerausbildung in der großen ist die Psychiatrie nur ein kleiner Bestandteil, der zwar sehr wichtig ist, aber wirklich innerhalb dieses großen Spektrums
nur also einen Bruchteil ausmacht. Genau. Jana fragt, gibt es die Freitagsausbildung auch für diejenigen, die die verkürzte Ausbildung machen, beziehungsweise für Personen, die medizinische Vorkenntnisse haben? Ja, Jana, da gibt es den Quereinstieg ins zweite Semester, wenn Sie das erste Semester überspringen. Aber dazu komme ich noch. Das ist aber möglich, ja, damit zu machen. So, Stefanie, Quereinsteig in die PsyHP ist möglich, wenn man eine medizinische Ausbildung hat. Das weiß ich offen gestanden nicht, also wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ich betreue den Fachbereich nicht und ich würde also die Fragen, die da mehr in die Richtung zielen, die würde ich ganz gerne im persönlichen Gespräch, im Telefonat klären, ja? Weil das führt sonst hier auch, glaube ich, zu Missverständnissen. Und da gehe ich da gerne nochmal drauf ein. Gut, wunderbar. So, also so viel erstmal zu den regulären Ausbildungen, die im Herbst jetzt starten werden. Die Online-Abendausbildung ist wirklich schwerpunktmäßig eine Online-Ausbildung, die man wirklich von zu Hause aus absolvieren kann. Die starten wir dann wieder im Frühjahr 24, zwei Abende die Woche, Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21.15 Uhr. Und dort müssen Sie rechnen, so mit ein bis zwei Präsenzwochenenden pro Semester. Im ersten Semester noch nicht, aber dann ab dem zweiten geht's los. Da machen wir dann hier vor Ort die Untersuchungstechniken, Erste Hilfe, Notfall, Injektionstechniken zum Beispiel, einen großen Anamnese, Untersuchungskurs und so weiter. Das müssten Sie dann vor Ort bei uns hier im Hause machen. Aber das andere ist online möglich. Genau, da geht es am 16. April 2024 los oder es ist auch noch ein Einstieg jetzt in die Ausbildung, die gerade angefangen hat, ist auch noch möglich. Ja, wer sich dafür interessiert, gerne einfach anrufen und mal Gast hören, ob das was für einen ist. Genau. Also bei den Online-Ausbildungen ist es so, dass wir uns auch wünschen, dass die Teilnehmer sich mit Kamera und Mikrofon dazuschalten. Das klappt auch ganz gut, dass so eine Art virtuelles Klassenzimmer entsteht, ja, und dass man wirklich einen Austausch hat und nicht immer nur Frontalunterricht, weil das halten sie nicht gut durch zwei Abende die Woche. Das wird zu anstrengend. So. Jetzt geht's an die medizinischen Vorkenntnisse. Genau. Wollen Sie mal die Hand heben, wer von Ihnen schon einen medizinischen Beruf oder medizinische Vorkenntnisse hat? Sie können einfach auf, ach, Sie haben es schon rausgefunden. Gott, wunderbar. Ja, gut. Das werde ich mir auch mal vorsichtshalber aufschreiben, damit ich ein bisschen was weiß über meine Teilnehmer heute Abend. Vielen Dank. So. Genau. Da gibt es zum einen die Möglichkeit, eben die reguläre Ausbildung zu verkürzen oder gleich die MedHP-Ausbildung zu machen. Also da sind wir hier in diesem Sektor unterwegs. So, ich gehe erstmal auf die MedHP-Ausbildung ein. Das ist wirklich was für Teilnehmer, die ganz fundierte Kenntnisse haben und wo die Ausbildung, ihre medizinische Ursprungsausbildung noch nicht so ganz weit zurückliegt, also noch nicht so 20 Jahre oder sowas. Also wo sie sich noch gut in der Lage fühlen, ihre Grundlagenkenntnisse zu aktivieren. Weil wir gehen da nicht sehr tief mehr auf Anatomie und Physiologie ein. Also wir reißen das zwar noch mal so ein bisschen an, damit Sie sich erinnern, aber
wir setzen dann schon in der Ausbildung voraus, dass sie da ganz gut im Stoff stehen. Das ist also eine Ausbildung, die sich sehr gut eignet, beispielsweise für Physiotherapeuten und Osteopathen, Gesundheitskrankenpfleger, Zahnärzte und Apotheker und bei anderen Berufen, also zum Beispiel MTA oder PTA oder OTA oder so, dann muss man mal gucken im Einzelfall. Ja, also wie hat die Ausbildung ausgesehen? Wie viel Zeit haben Sie dann auch zu Hause sich entsprechend vorzubereiten und so weiter? Die Meta-P-Ausbildung ist ein sehr gestrafftes Programm. Also wir, wie gesagt, machen nur ganz kurz so einen ganz kleinen Grundlagenanriss und stürzen uns dann gleich in die klinischen Fächer mit Ihnen und begleiten die auch durch Fragenkataloge, die Sie bitte zu Hause bearbeiten und die dann teilweise im Unterricht auch noch besprochen werden, die Sie wirklich auf die Prüfung vorbereiten. Also diese Ausbildung ist dreisemestrig und bereitet Sie wirklich auf die Prüfung vor. Diana hebt die Hand, hat Ja. wahrscheinlich die Frage dazu. Gerne einfach rein. Genau, hallo. Ich interessiere mich tatsächlich für den medizinischen Heilpraktiker, bin Ergotherapeutin und das auch noch nicht so lange. Also ich habe meine Ausbildung 2019 beendet. Jetzt weiß ich nicht, ob das da mit reinfällt. Genau, ich kann mich nämlich absolut noch nicht entscheiden. Genau, da müssen wir auch uns nochmal zusammen telefonieren oder uns zusammensetzen, Jana, ein bisschen nochmal Ihre Ausbildungsinhalte durchleuchten. Das variiert manchmal ein bisschen. Und dann wäre es beispielsweise so, ich würde Sie Probe hören lassen im ersten Semester der regulären Ausbildung. Ja, wenn Sie Ja. sich dann langweilen und sagen, kenne ich alles, dann sind Sie beim Meta-P richtig. Super, sehr, sehr gerne. Können Sie mich auch Ja, vorbereiten? also da wäre die Lösung im ersten Semester Gast zu hören und dann auch noch mal in der laufenden Meta-P, um das einzuschätzen, wie Sie daher der Lage wären würden sozusagen. Ja, genau. Also ich kann Sie da beraten. Wir können zu den Ausbildungsinhalten gerne sprechen oder telefonieren und so und uns das dann mal gesondert angucken. Sehr gerne, Ja, aber danke. das, Sie sind damit stehen damit nicht allein. Also mit dieser Unsicherheit, das ist dann auch was eine Frage, die sich vielen Teilnehmern stellt, die so ein bisschen oszillieren, ja, zwischen den zwischen der medizinischen Vorbildung und hier unserer kleinen Bootcamp-Intensivausbildung. Genau. So. Diese Ausbildung startet jedes Semester. Das ist ein rollierendes Verfahren. Also Sie können da jedes Semester einsteigen, haben dann auch ältere Semester in Ihrem Durchgang mit drin, die dann irgendwann ausscheiden und ihre Prüfung machen. Also da ist jedes Semester ein Einstieg möglich. Mittwochabends immer online von 18 bis 21:15 Uhr. Und auch hier müssen wir Präsenzwochenenden beanspruchen, denn auch Sie müssen die praktischen Sachen durchlaufen. Das ist wichtig. Genau. Also hier ist auch alles dabei. Die klinischen Fächer, die Psychiatrie, die Infektionskrankheiten, die ungeliebte Gesetzeskunde und auch die praktischen Fächer. Und auch das mündliche Prüfungstraining, das ist übrigens bei allen Ausbildungen dabei, was Sie wirklich nochmal gezielt auf die mündliche Amtsarztprüfung vorbereitet. Ja, da werden unsere Schüler immer so ein bisschen aufgeteilt nach ihrem Prüfungsort. Also hier in Bayern ist es ganz häufig München Stadt, München Land, aber zum Beispiel auch Landshut oder Augsburg Stadt oder Augsburg Land. Wären ja auch mögliche Prüfungsorte. Und da haben wir die Kurse so ein bisschen getrennt, weil die Gesundheitsämter schon so auch ihre Spezialstrecken haben, teilweise. Genau. So.
Die andere Variante für die medizinisch Vorgebildeten ist die verkürzte Ausbildung innerhalb eines regulären Ausbildungsstrangs. Also da wäre zum Beispiel im Herbst die Möglichkeit, entweder in die Online-Klasse, in die laufende Abend-Online-Klasse einzusteigen, ins zweite Semester oder eben in die Freitagsausbildung. Das war, glaube ich, genau, das war ja das, wonach sich Jana erkundigt hatte, ob es auch die Möglichkeit gibt, eben in die Freitagsausbildung einzusteigen. Genau, sie überspringen da das Grundlagensemester praktisch und würden gleich mit den klinischen Fächern starten, wären aber etwas ausführlicher unterwegs und in einem etwas moderateren Tempo als in der MetaP-Ausbildung. Das ist der Unterschied. Genau, Start hier auch wieder im Oktober. Genau, und dann gibt es eigentlich in jedem Semester die Möglichkeit, dann immer jeweils ins zweite Semester der laufenden Ausbildung einzuhüpfen. So, die Alexandra hat auch noch eine Frage, ob eine normale Physiotherapieausbildung für den MetaP gut ausreicht oder tut man sich das schwer, muss viel selber arbeiten. Genau. Ja, also um das selber vor- und nachbereiten, kommen Sie nicht herum. Also bei der MetaP-Ausbildung auch nicht, also wenn Ihr Examen noch nicht so lange zurückliegt, Sie müssen da wirklich auch zu Hause nochmal nacharbeiten und die Dinge für sich inhalieren. Ja, dass sich der Stoff auch wirklich gut setzt, weil die 3 Semester sind nicht so viel. Die anderen haben einfach mehr Zeit, auch dass der Stoff sich setzen kann. Aber in den 3 Semestern werden sie ganz schön bombardiert und da kommen sie um das Vor- und Nachbereiten zu Hause sowieso nicht herum, aber eigentlich auch in keiner Ausbildung. Die normale Physiotherapie-Ausbildung ist eine sehr, sehr gute, fundierte Ausbildung und wir haben in der MetaP-Ausbildung ganz, ganz viele Physiotherapeuten dabei. Ja, und die schaffen es auch gut, also die müssen halt ranklotzen, also das kann ihnen keiner abnehmen. Und auch Ihnen, Alexandra, würde ich anbieten, dass Sie wirklich einfach mal reinschnuppern. Ja, und das ein bisschen so für sich vom Gefühl her auch abchecken, dann auch gern im Gespräch noch mit mir, wie sich das für Sie anfühlt, ob Sie sich da überfordert fühlen. Sowas hängt auch ab, so eine Entscheidung von anderen Komponenten noch in Ihrem Leben. Also, sind Sie voll berufstätig? Also sind Sie 40 Stunden in der Physiotherapiepraxis unterwegs? Das ist anstrengend. Wir wissen, dass es oft nicht bei 40 Stunden bleibt. Wie viel Kapazität haben Sie noch, um sich Ihrer Heilpraktikerausbildung zu widmen und so weiter? Das sind so Fragen, die kann man im persönlichen Gespräch gern ein bisschen erörtern, um das ein bisschen besser einzuschätzen. Ich hoffe, das hilft Ihnen ein bisschen. Aber es sind etliche, wirklich, ja, doch viele Physiotherapeuten mit dabei in der MetaP-Ausbildung. Und die schwänzen immer den Orthopädieunterricht, weil sie da natürlich auch richtig gut drauf sind. Aber zum Beispiel so bei Sachen wie Hormonsystem oder so, da wird es dann oft ein bisschen zäh. Genau, hier Alexander auch. Genau, vielen Dank für die Frage. Genau, und dann sind wir soweit mit den Ausbildungen auch schon durch. Ich gucke mal, was als nächste Folie kommt. Die Prüfungsvorbereitung, das ist jetzt, glaube ich, für Sie nicht so relevant. Ich sage es trotzdem mal der Vollständigkeit halber. Auch wenn Sie sich wieder erwarten, für eine andere Ausbildung und eine andere Schule entscheiden.
gibt es immer die Möglichkeit, auch bei uns die Prüfungsvorbereitung zu machen. Ja, also wenn Sie sagen, okay, das war jetzt alles vielleicht dann doch nicht so gut abgedeckt, wie ich mir das erhofft habe und ich fühle mich noch nicht richtig prüfungsbereit, gibt es auch immer die Möglichkeit, zu uns zu kommen und einzelne Kurse zu belegen oder ein Prüfungsvorbereitungssemester mit einer unserer Klassen mitzumachen, um sich nochmal dezidiert auf die Amtsarztprüfung vorzubereiten. Also das nur mal so als Randbemerkung. Wir haben auch etliche Schüler von anderen Schulen, aus anderen Ausbildungen, die bei uns das Prüfungsvorbereitungssemester mitmachen. Genau. So, ich möchte Ihnen jetzt am Ende nochmal ganz kurz auch zusammenfassen, was uns vielleicht auch unterscheidet von anderen Schulen. Also wenn Sie jetzt verschiedene Anbieter auch miteinander vergleichen, dass es Ihnen vielleicht ein bisschen einfacher fällt, Ihre Wahl zu treffen. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt, also dass wir wirklich auf eine sehr, sehr lange Erfahrung in der Prüfungsvorbereitung zurückblicken, aber auch schon sehr lange bestimmte naturheilkundliche Ausbildungen im Programm haben, die wirklich qualitativ hochwertig sind und sich über die Jahre bewährt haben, also beispielsweise die TCM-Ausbildung oder auch die Ausbildung in der Osteopathie-Akademie München. Wir sind dicht dran an Ihnen. Wir versuchen Ihnen den Unterricht auch ein bisschen, also ein bisschen greifbar, ein bisschen anschaulich zu machen, Ihnen schöne PowerPoint-Präsentationen zu machen, dass Sie die Dinge besser verstehen. Sie haben immer Live-Unterricht, also Sie kriegen irgendwie kein Video serviert, wo Sie sich dann selber durchquälen müssen, sondern Sie haben auch in den Online- und in den Hybrid-Ausbildungen natürlich selbstverständlich immer auch den Austausch. Ja, genau, und können den Dozenten eben auch Fragen stellen. Die Ausbildungen sind mittlerweile wirklich so aufgebaut, dass wir versuchen, ihnen eine größtmögliche Flexibilität auch zu ermöglichen, eben durch diese besagten Hybrid-Unterrichte, dass sie sich auch mal spontan entscheiden können, okay, wie sieht's aus? Fahre ich heute ans ZFN oder bleibe ich zu Hause und mache lieber damit? Ich fühle mich heute nicht so gut, vielleicht bleibe ich besser zu Hause. Aber wie gesagt, Sie sind auch gern hier jederzeit immer gern gesehen vor Ort am ZFN und manchmal kann man so kleinere Problemlagen oder so einfach auch besser vor Ort gleich klären. So. Genau, das hatte ich schon gesagt. Die Skripte sind dabei in den Kursgebühren. Sie bekommen die in Papierform und auch als PDF, ja, zum Runterladen im ZFN-Portal, dass Sie beides haben, also dass Sie sich die aufs Tablet oder so lernen können, von unterwegs laden können, von unterwegs ein bisschen lernen können und aber auch auf den Papierskripten vielleicht ihre Notizen machen können oder so, je nachdem, was sie da bevorzugen. Das habe ich gesagt, der Unterricht wird aufgezeichnet, der steht Ihnen für das jeweilige Semester dann, Entschuldigung, zur Verfügung, da Sie nochmal in Ruhe nacharbeiten können, vielleicht auch die Ferien ein bisschen nutzen können, um bestimmte Dinge nochmal zu vertiefen. Es gibt bei den regulären Ausbildungen so kleine Tests, Semesterprüfungen heißt das am Ende jedes Semesters. Das ist so ein 60 Fragen Multiple-Choice-Test, der sich an die amtsärztliche Prüfung anlehnt, dass Sie an dieses Format sich schon mal gewöhnen. Und dieser Test bezieht sich auf die Unterrichte, auf die Inhalte des jeweiligen Semesters und dient in erster Linie Ihnen, um Ihren Wissensstand zu überprüfen. Also ist keine Voraussetzung, dass Sie ins nächste Semester kommen. Aber wir interessieren uns auch ein bisschen dafür, wie der Test ausfällt, weil wenn jetzt eine Klasse durchgehend nicht bestehen würde, müssten wir uns mal
Gedanken machen. Also für uns ist es auch so ein bisschen ein kleines Qualitätsmanagement-Tool sozusagen. Und für sie ist es einfach für sich selbst ein Leistungsnachweis, damit sie wissen, auf welchem Stand sie sind. Ja, genau. Und diese mündlichen Trainings, die haben sie eben auch ab und zu im Unterricht, dass sie ins Sprechen kommen und auf die Prüfungssituation vorbereitet werden. Ja, genau. Auf den Klassenverband bin ich vorhin auch schon eingegangen. Wie wichtig das auch ist, dass das Lernen Spaß macht, dass das nicht nur so eine Pflichtübung ist, sondern auch ein klein bisschen Kür, dass man sich gegenseitig beflügelt, sich gegenseitig auch aus kleinen Motivationsdellen heraushelfen kann. Und sie haben auch die Möglichkeit, hier am ZFN nach dem Unterricht noch ein bisschen länger zu bleiben, vielleicht, und nochmal so ein paar Sachen miteinander durchzugehen. Und auch bei den Online-Unterrichten oder bei den Online-Klassen ist es zum Beispiel möglich, also wenn eine Klasse sich das wünscht, dass wir mal am Wochenende auch ein Übungswebinar oder sowas anlegen, wo sie einfach reinschlüpfen können und sich mit ihren Mitstreitern treffen können und zusammen ein bisschen plaudern und ein bisschen lernen können. Das geht auch. So, was haben wir noch? Service, der von Herzen kommt, das ist wirklich wahr. Also wir sind für unsere Schüler da. Das ist nicht nur eine hohle Phrase. Wir sind ansprechbar. Sie haben tatsächlich ein Gesicht und einen Menschen und keinen Chatbot, der sie hier durch die Ausbildung betreut. Und wir sind wirklich bemüht, auch Lösungen zu finden. Also es ist manchmal nicht so ganz einfach im Laufe dieser Ausbildung. Das können ja durchaus hier 2,5 Jahre dann sein, auch bei der 5-semestrigen Ausbildung. Sie verbringen ja hier auch Zeit. Und es ist möglich, dass ihre Lebenssituation sich ändert in diesen 2,5 Jahren. Also der Klassiker bei uns ist immer Schwangerschaft. Wir haben schon auch einen Frauenüberschuss in den Ausbildungen, wo man dann einfach drauf reagieren muss, auch adäquat, oder also es kann sich auch mal irgendwie eine Pflegebedürftigkeit in der Familie einstellen oder die berufliche Situation ändert sich. Tausend Dinge können passieren, während man was ganz anderes geplant hat. Und sie haben hier wirklich jemanden vor Ort, mit dem sie das dann zusammen auch durchgehen können und auch nach einer Lösung suchen können, wie man die Situation jetzt am besten angeht. Damit sind wir auch gleich beim nächsten Punkt bei der Transparenz. Das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn Sie die Schulen miteinander vergleichen, dass Sie die Vertragsbedingungen sich mal ansehen und schauen, ob Sie mit diesen Institutionen am Ende des Tages verheiratet sind oder ob Sie die Ausbildung beispielsweise auch abbrechen können. Bei uns ist es so, ich will darauf noch mal ganz kurz eingehen, weil das gerade im Zusammenhang mit der erwähnten Schwangerschaft ja auch eine Rolle spielen kann. Es ist so, dass sie bei uns zu jedem Semesterende mit einer 2-monatigen Kündigungsfrist immer die Möglichkeit haben, die Ausbildung zu unterbrechen, also zu pausieren, oder auch, wenn es ganz hart kommt, abzubrechen. Also den Vertrag wirklich zu kündigen. Das ist möglich, also zu jedem Semesterende immer mit 2 Monaten Kündigungsfrist. Und wenn Sie die Ausbildung unterbrechen müssen, dann finden wir eben auch wieder die richtige Stelle eben an der Nachfolgeausbildung oder was weiß ich, 2 Jahre später, wenn es dann eben passt bei Ihnen, wo Sie dann wieder einsteigen können. Also Sie müssen nicht von vorne anfangen, sondern Sie können schon an der Stelle auch wieder einsteigen, wo sie aufgehört haben bei uns. Genau. Und
In den ersten 4 Ausbildungswochen haben sie auch so eine Art Probezeit, also wo sie relativ unkompliziert aus dem Vertrag auch wieder rauskommen. Wenn sie jetzt wieder warten, doch feststellen sollten, dass es sich um eine Fehlentscheidung gehandelt hat, was wir natürlich nicht hoffen. Genau. So, hier nochmal alles auf einen Blick. Und ich glaube, es ist noch eine Frage im Chat. Genau, Claudia, auch schnuppern. So genau, das habe ich. Christa fragt, wie sind die Anmeldefristen, wie groß sind die Klassen und wie schnell sind sie erfahrungsgemäß ausgebucht? Es ist so, Christa, Sie können sich jetzt praktisch ab jetzt bald in einer Woche anmelden. Es gibt auch einen Frühbucherrabatt bis zum 31.07. Ja, fürs Herbstsemester gibt es einen Preisnachlass von 300 Euro auf die Ausbildungen. Die Klassen sind unterschiedlich groß. Also die Freitagsklasse, die wir jetzt zuletzt gestartet haben, das waren sind 19 Teilnehmer. Ja, und ja, also das fällt sehr, sehr unterschiedlich aus. Also wir liegen so zwischen 20 und ja, 25 Teilnehmern. So in dieser Range, was jetzt bei den Hybridausbildungen zum Beispiel überhaupt nicht ins Gewicht fällt, weil ehrlich gesagt die Hälfte mal zu Hause ist. Genau. Wie schnell sind Sie erfahrungsgemäß ausgebucht? Also die Freitagsausbildung ist traditionell mal sehr beliebt, weil das einfach super ist. Man hat diesen einen Tag für sein Heilpraktiker-Ausbildung in der Woche und kann sich eben die anderen Tage in der Woche auf seinen Beruf oder auf die Familie konzentrieren und am Wochenende noch ein bisschen vor- und nachbereiten. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Zeitaufteilung, wenn man diesen Freitag für sich geblockt hat. Also die Freitagsausbildung ist beliebt, aber ich kann jetzt nicht sagen, wann die ausgebucht ist. Ja, also wenn Sie wollen, können wir Ihnen immer einen Platz reservieren, unverbindlich. Dann stehen Sie einfach schon mal drin in der Liste und wir können Sie informieren, falls es irgendwie eng wird. Genau, die Alexandra hat auch eine Frage, sollte ich mich für den MetaP entscheiden und kann das ein oder andere Mal nicht teilnehmen wegen einer anderen Fortbildung? Ja, dann haben Sie die Möglichkeit, genau die Vorlesung nachzuholen und die Aufzeichnung anzusehen. Genau. Also dafür ist es auch gedacht. Ja, also wenn man mal nicht kann oder sich auch nicht fühlt, also da lohnt sich das dann auch meistens nicht, sich durch den Unterricht so hart durchzuquälen. Dann können Sie den anhand der Aufzeichnungen nacharbeiten und haben dann im nächsten Unterricht immer noch die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Ja? Okay. So, also Christa, um Ihre Frage nochmal abschließend zu beantworten. Wir sind bis jetzt noch nicht bedroht von unmittelbar ausgebuchten Klassen. Sie haben noch ein bisschen Zeit. Stefanie hat den Anfang des Infoabends verpasst. Genau, das ist kein Problem. Der Infoabend wird ja aufgenommen, wie Sie vielleicht sehen. Und Sie haben den wahrscheinlich morgen schon in Ihrem ZFN-Portal. Sie haben ja alle Zugangsdaten bekommen fürs ZFN-Portal und Sie finden den Infoabend dann, nachdem Sie sich einloggen, unter meine gebuchten Kurse. Das ist so ein kleiner blauer Button oben. Da steht meine gebuchten Kurse, Infoabend und da können Sie sich die Aufzeichnung nochmal angucken. Aber ich denke, wir werden die einfach auch auf die Homepage wieder stellen, die Aufzeichnung. Ja, auf die Ausbildungsseite Heilpraktiker. Da haben Sie dann gar keine Umstände. So, Petra fragt, wie war das nochmal mit der Tagesausbildung? Die ist hybrid. Doch, doch. Ja?
Also alles, was bei uns nicht online, rein online ist, ist Hybrid. Wir haben im Fachbereich Heilpraktiker keine reinen Präsenzausbildungen. Es ist alles Hybrid. Das ist so ein bisschen der Servicegedanke auch dahinter. Lisa fragt, wird das Skript auch auf dem Portal verfügbar sein? Also Sie meinen die PowerPoint-Präsentation, wahrscheinlich des Infoabends. Die kann ich Ihnen mit hochladen. Kein Problem. So, Petra, ja, genau. Okay, ja, super. Also, wenn Sie noch Fragen haben, tippen Sie die gerne noch ein. Ich schaue noch ein bisschen, gibt es staatliche Fördermöglichkeiten, Bildungsgutscheine? Auch das ist wirklich eine gute Frage, Jana. Es ist so, dass es die leider momentan nicht gibt. Es sei denn, Sie wohnen in NRW, die haben noch so eine Spezialförderung. Ansonsten war es so, dass es lange die Bildungsprämien gab. Die sind abgeschafft worden zum Ende letzten Jahres. Der Staat braucht sein Geld für andere Dinge. Bildungsprämien sind was anderes als Bildungsgutscheine. Und für die Bildungsgutscheine, die kommen ja klassischerweise von Institutionen wie der Deutschen Rentenversicherung oder der Arbeitsagentur, sind wir kein zertifizierter Träger. Es gibt Einzelfallentscheidungen hier im Zusammenhang mit unseren Fortbildungen, wo das bewilligt worden ist von Seiten der Behörden. Das sind wirklich Einzelfallentscheidungen, wofür die Behörde dann Kosten- und Maßnahmenplan erstellt wird. Aber in aller Regel wird die Ausbildung nicht gefördert. Das heißt, sie ist ein Privatvergnügen, leider, Jana. Aber es gibt die Möglichkeit, in Raten zu zahlen. Teilen Sie uns noch Ihre Telefonnummer. Ja, das kommt noch, genau. Ja, ich mache einfach mal die nächste Folie auf, weil da können Sie schon am besten meine Kontaktdaten sehen. Und genau meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse, aber gern auch versuchen, einfach anzurufen. Also morgen bin ich auch gleich ab 9 Uhr wieder im Haus und schalte gern das Telefon an, um Ihre individuellen Fragen noch vielleicht ein bisschen besser zu beantworten. Und wie gesagt, so ein Schnupperunterricht oder so, den können wir am besten einfach am Telefon oder auch gern per Mail miteinander ausmachen, gern auch kurzfristig. Das geht auch manchmal von einem Tag auf den anderen. So, Diana fragt noch von der Flexibilität bei den Zahlungen, ob man die Raten auch erhöhen kann. Jein. Also was möglich ist, ist auch so Teilzahlungen oder sowas zu machen. Ja, oder so semesterweise zu zahlen oder sowas. Da können wir Ihnen entgegenkommen. Auch im Gespräch, wie wir das am besten machen und wie das auch am besten in ihre Steuererklärung sozusagen passt. Aber es gibt beispielsweise die Möglichkeit, erstmal Raten zu zahlen und dann, was weiß ich, den Rest der Ausbildung die Kursgebühren abzulösen oder sowas. Ja, genau. Genau, also ich bin auch soweit eigentlich am Ende mit meinen Ausführungen. Ich glaube, was Wichtiges haben wir nicht vergessen. Wenn Ihnen noch Fragen einfallen oder so, gern mich kontaktieren, gern auch zum persönlichen Gespräch ans ZFN kommen, wenn Sie nicht zu weit weg wohnen, einfach mal die Schule angucken und ja, beim Schnupperunterricht. Also der geht sowohl online als auch hier vor Ort in Präsenz bei uns. Was immer ganz schön ist, wenn man den einfach vor Ort hier mitmacht. Bei der MetaP geht es ja leider nicht. Die ist ja fast ausschließlich online. Aber wenn man vor Ort hier mal teilnehmen kann, einfach auch mal mit den anderen Schülern sprechen. Was haben die für Probleme? Wie finden die die Ausbildung und so? Die sind eigentlich immer
ja auch die ehrlichsten Berater. Genau. So, also von meiner Seite war es das. Ich würde die Aufzeichnung jetzt abschalten und hier aber noch so ein bisschen online bleiben, falls Ihnen noch was einfällt oder Sie noch was wissen möchten. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Freue mich, dass Sie sich so rege beteiligt haben. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald. Also, bis dann. Tschüss.